das da beim Baum drüben? Ist das ein Loch? Oder was ist das? Also, da renne ich jetzt mal. Ja, das ist ein Loch. Hat der Baum einmal mal so ein Loch drin? Ist da wirklich keine Ninja-Welt-Zeitleisten-Seite? Das glaube ich gar nicht. Der Baum hat ein Loch. Ach ja, da war ja dieser Rabe, der wo immer... Der wo das einmal hergegeben hat und dann denkt er sich, nee, dann ich bin ja nicht blöd, ne? Aber hier ist tatsächlich ja nichts. Hätte jetzt wirklich nicht erwartet. Aber hier runterspringen geht auch nicht. Nein, geht nicht. Naja. Ich frag mich wirklich, wo der ist. Ninja Welt Zeitleisten Seite, wo bist du denn? Hier war doch noch irgendwo ein Adler, wenn ich mich recht erinnere. Oder war der weiter vorne? Nee, hier war ein Raben anscheinend. Ja, für 10 Brujo sind wir jetzt dahinter gelaufen und um zu bemerken, dass der Baum ein Loch hat. Ja, ist in Ordnung. Und hier ist, glaube ich, auch keiner. Die warten ja nicht. Die denken sich, ich bin noch nicht und warte hier irgendwo in der Pampa. Ne? Nee, hier wartet keiner. Da wartet nur ein Zetsu, der wo sich irgendwo versteckt, wo es nichts zum Verstecken gibt. Aber sie sind ja chamäleonartig. Die legen sich bestimmt mitten auf den Boden und hoffen, ja, bitte tritt nicht auf mich drauf. Und dann, ja, dann stehen die da so ihr Leben lang. Ja. War das ein Vogel, der das fallen gelassen hat, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, war ein Vogel. So. Nicht, dass hier noch irgendwas vom Shop steht. Ich hätte noch im Shop schauen sollen. Ja, fällt mir gerade ein. Wir waren ja gerade in Konoha, direkt an der Stelle. Da hätten wir noch eins hintergehen müssen, aber ist ja auch Wurst. Also gerade im Moment ist es Wurst. Aber mich wirklich reizen zu wissen, ob wir jetzt da alles haben. Aber uns fehlen ja auch noch Quests hier, ne? Also ein paar Hauptquests fehlen uns. Ninja Welt Zeitleistenseite müssen wir noch fertig machen. Die eine Seite fehlt uns, das finde ich auch ein bisschen, naja, finde ich auch ein bisschen blöd, ne? Hier, vielleicht schalten sich auch einige Quests nur frei, wenn wir überleben und so gezockt haben. Aber müssen wir mal schauen. Das wollte ich ja eh noch spielen, aber hier ist auch keiner. Wer wartet da hier in der Kälte? Ja, irgendwie blöd, ne? Irgendwie, ja, wartet nur drei Kage, aber der ist ja, hat ja auch nicht gewartet, der ist ja durchgegangen. Aber wer da draußen wartet, ist natürlich Sasuke. Sasuke wartet im Schnee auf Zetsu, der wo dann 10.000 Stunden lang braucht, bis er wieder zurückkommt. Finde ich, ja, finde ich ein bisschen blöd, aber okay, wer unbedingt will. Ach, da fällt jetzt bestimmt gleich was runter. Pam, ja, genau. Hier ist wieder ein Konoha-Ninja, ne? Du alte Wumpe. Nee, hier nix. Ja, ich bin fertig. So, da gehe ich jetzt mal nicht hin, sondern ich gehe zur Dingensen hinter, zum Samurai-Typen da. Zu dem Samurai-Typen, der mich dann zum Tagungsort der 5 Kage. Oder Tagungsort des 5-Kage-Gipfels, ja, wie man es sagen möchte. Da bringt mich ja dann dorthin und dann schau mal da mal nach. Vielleicht ist ja da der 3-Kage, der ist ja der beste Freund von Mifune, ne? Ach Mensch, Hanzo, ich würde jetzt gerne mal gegen Hanzo spielen. Wow. Was war das denn jetzt? Fällt Schnee? Ne, fällt kein Schnee. Einfach mal gegen den Baum gehauen. Ich frage mich auch, was die Bäume so besonders macht, dass sie dann einfach irgendwie so ein komisches Dingensen dran haben. So ein Schlagdingensen. Also, weißt schon, so ein Klebeband. Ist da irgendwie, ist der Baum krank? Dann verprügel ich ihn auch noch. Aber es wäre jetzt nicht so schön für den Baum. Okay, ja, Raikage, ich such dich. Ah, da ist der Raikage. Ich wusste doch, dass der hier rumfliegt. Der rumfliegt und daneben steht der Tsuchikage für rumfliegen. Ja. Die Teamanzeige erfüllt sich im Verlauf der Teamaktivität. Mit steigender Erfüllung erhältst du entsprechende automatische Hilfe. Und bla 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 bla. Anleitungen zum Sieg. Immer toll, wenn nichts rot unterstrichen ist, ums... Ja, das gibt Ärger, das habe ich auch gedacht. Wo denn? Schon wieder zum Essen, oder was? Okay. Das, wer ist verrückt genug, hier draußen zu warten? Dach, knaff, 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 knaff. Wieso denn?
Wieso? Wieso wollten die... Ach, Mensch. Ja, das ist nichts. Ja, schweig, verprügel ihn lieber, ich will kämpfen gegen die Schreikage. Los, lassen wir die Fäuste aufeinander prallen. Wieso? Na, Gnab. Ich will ihn verprügeln. Keine Meditation, lass mich dich einfach verprügeln. Och, Mann. Ja, du nimmst den Mund ganz schön voll, ne? Wie deine Nase, die ist auch ganz schön voll und rot. Ja, von wegen, sein Gesicht wird rot. Deine ganze Nase ist rot. Ja, komm schon. Der große Zaunhocker. Ach, Mensch. Na, Mensch, als Leute hört's auf zu streiten. Naruto ist jetzt der Einzige, der richtig meditiert. Ja, komm, jetzt reicht's. Ja. Ja, habe ich auch gerade gesagt, Mifune. Finde ich schön. Was? Naruto. Er hat das Nichts errungen und ist... Ja, super. Onore. Ja, genau. Als ob er schlief. Er schläft wahrscheinlich auch. Ja. Er ist eingeschlafen, das war klar. Aber im Schnee einschlafen, wer schafft denn das? Ja. Genau. Ja, ich wollte gerade Hallo sagen. Ja, er hatte nicht das Nichts darum. Ja, es ist Naruto, meine Lieben. Ach, Mensch. Ja, hat er wirklich. Ja, klar. Hat ja auch. Hast du das über seinen Kopf nicht gesehen? Ja. Ja, ja, ja. Naruto Uzumaki ist klar. Ja, der arme Naruto. Er ist immer irgendwie in Dickschädeln drin. Aber. Ja. Was? Er muss jetzt nochmal ran. Okay. Ja, ein bisschen verändert hat er sich schon. Ist ja klar. Er ist nicht mehr so aggressiv geworden. Vor allem nicht gegenüber Naruto, weil der hat ihn kaputt gemacht. Alliiertenstamm. So, dann gehe ich nochmal kurz weg und dann gehe ich nochmal kurz hin. Also, weißt ja, was ich meine? Um einfach zu schauen, ob da noch irgendwer rumfliegt. Aber ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das waren sogar alle Freundschaftseignisse. Ja, speichern. Hier, okay. Also, jetzt ist noch nichts da. Und hier werden wir aber mal ganz kurz im Bereich des 5-Gage-Gipfels gehen. Und da ein bisschen hinlegen, wieder einschlafen und dann nochmal hingehen. Mal schauen, ob jetzt was da ist. Dann auch schön ins Warme, bisschen aufwärmen, ein bisschen Tee trinken. Aber ich glaube, hier ist keiner. Nee, ist wirklich keiner. Aber das heißt ja nicht, dass das Spiel schon vorbei ist. Sondern wir werden jetzt noch ein bisschen in Konohagakure spielen. So, aber ich frage mich wirklich, ob wir die Ninja-Welt-Zeitleistenseite kriegen. Weil wir kriegen ja nur einen 70% Rabattgutschein von der einen da. Ja, hallo. Mal schauen. Kann ich mit dir reden drüber oder was? Nein? Ja, schau mal nach. Ich habe ein paar Fortschritte. Ninja-Welt-Zeitleiste. Krötenstoff hier. Ach so. Mensch. Cool. Gamakishi, 75%. Gamatatu. Okay, aber wir sind noch nicht fertig. Ja, ich hatte jetzt gehofft, dass er uns die letzte... Hörst du, seit wann stehen die hier? Hallo? Ja. Ha. Ja, das habe ich gerade gehört. Ha. 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 Immer stöter. Ha. Mann, nein. Was war das denn jetzt? Weiß ich gerade. Wow. Ich hatte wirklich nicht die PS-Taste gedrückt. Das frage ich mich wirklich. So, mal schauen, wie viel wir jetzt haben. Wahrscheinlich nur eine T mehr. Anscheinend. So, mal schauen. Ja, eine T mehr nicht mal.
Also ich glaube, 7 haben jetzt da gefehlt. Jetzt fehlen noch 2. So, 3, 4. 5. Ja, 6. Ja, 7 haben uns gefehlt. Jetzt fehlen uns noch 6. Boah, finde ich jetzt nicht so toll. Ich finde jetzt wirklich nicht so toll. Aber ich wüsste auch nicht, was ich jetzt noch hier machen soll. Ich speichere jetzt einfach mal hier. Ja, ne, speichern. Ist gespeichert. Und jetzt gehen wir ganz kurz in die Spielmodi-Auswahl. 26 Stunden und 18 Minuten. Ja, das geht für ein Spiel. Okay, dann gehen wir mal in den freien Kampf hier rein. Luft. Ach so, einige wenige Charaktere, das kann jetzt fast jeder. Aber belassen wir es dabei. Schlagangriffe und Rücken. Ja, überleben. Freien Kampf, Voreinstellungen, bla. Okay, überleben, Turnier, Training. Ich würde sagen, machen wir mal ein Turnier. Ständiger Wechselturnier, Herausforderungsturnier. Ständiger Wechselturnier, was ist das? Ach so, ein freies Turnier ist so ein komisches und ein Herausforderungsturnier ist, nehmen wir natürlich Teamkampf. Ach, gibt es da verschiedene? Weiß ich gar nicht. Gehen wir einfach hier rein, dann machen wir den Kindheit-Pokal. So, und jetzt bist du 3 Charaktere? Ja, weiß ich doch. Weiß ich schon. Okay, gut. Hier haben wir jetzt jeden Charakter. Okay, finde ich in Ordnung. Und hier sind wahrscheinlich die Hilfscharaktere. Also, was heißt wahrscheinlich, die sind da. Okay, aber ich weiß gerade gar nicht, wen ich nehmen soll. Hier ist Shio, was weiß ich, wer da noch alles rumfliegt. Boah, Begato. Ist da Naruto Bijudama? Nee, nehme ich lieber den hier. Elternteil und Kind. Mit Jiraiyas legendärer Mut. Ja, ne? Jiraiyas Schüler mit Pain. Und ja, ja. Können wir eigentlich so lassen. Oder? Ja, können wir so lassen. Ich hätte... Nein, können wir doch nicht so lassen. Nein, können wir wirklich nicht so lassen. Nehmen wir den Jonen mal. So. Aber jetzt können wir es dann so lassen. Pain. Auf Blocken. Ja, schön sieht's aus. Und Hinata, Gaara. Okay. R1 können wir ganz kurz das hier ändern. Ich will nämlich auf keinen Fall gegen Lee spielen. Der ist... Er geht mir ein bisschen auf die Nerven. Okay. Ich glaube, Sakura ist noch am wenigsten schlimm. Und... ja, Sasuke. Ich will gegen Sasuke in der ersten Runde kämpfen. Und das passt dann auch schon so. Und dann kämpfe ich auch mal gleich als der Kinderschläger Minato. Minato Namikaze. Ja, ja, wie gesagt, Kinderschläger und so. Ich hab's zu meinem Hobby gemacht. Mein Beruf. Also mein Hobby wurde zum Beruf und dann... Ja, weiß schon. Aber ist auch ganz lustig. Alle Kinder hüpfen rum wie was weiß ich. Und Minato. Ja, mit dem erwachsenen Naruto einfach mal dabei. Okay, ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Hier, pam. Und hier. Natürlich kann ich's nicht... Und das hier kann ich auch nicht. Uah. Geht das eigentlich noch? Ja, das geht noch. Ja. Ach Mensch. Ja, komm, geh weg. Uah. Wahnsinn. Da hat er einen Bums drauf. Hier, weg. Und hier. Ach Mensch, Gnarf. Gnarf. Wow, was war das denn jetzt gerade? Ich weiß es wirklich nicht. Aber es war auf jeden Fall gut. Und jetzt werde ich es aber schaffen. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Nein. Wieso? Wieso nur? Aber Pain lässt uns nicht im Stich. Oder Naruto. Naruto lässt uns nicht im Stich, er ist unser Sohn. Aber hier. Wow. Boah, nein, jetzt hat er mich gepackt. Ah, bin ich jetzt nicht so toll. Bin jetzt nicht so der Freund für. Was war das denn jetzt gerade? Okay, finde ich aber in Ordnung. Vor allem, man kann ihn dann nicht mehr treffen, wenn er dann hier ist. Hier kann ich nochmal das hier machen. Finde ich ja super. Wow, ich hab's echt. Ich hab's drauf.
Ja, ich kann's endlich. Die Kombi wollte ich schon immer mal können und jetzt kann ich sogar. Ja, ich glaube auch, dass es reicht mit der Tour. Dankeschön. 1500 Rio habe ich verdient. Ich frage mich jetzt, ob wir hier dann noch ein paar Items bekommen. Ich werde jetzt einfach hier die Herausforderungsturniere machen und dann einfach dann mit der Story weiterspielen. So, hier. Finde ich gut. Wer kommt da weiter, bitte? Ja, okay, Sakura. Ich wollte es eigentlich eher Naruto. Hier soll Hinata weiterkommen, bitte. Schön. Ja. Okay, und hier soll Lee weiterkommen. Nicht Gaara, bitte nicht. Jeder außer Gaara. Und da soll dann Hinata gewinnen. Also hier sollen erstmal wir gewinnen und dann Hinata. Und dann wieder wir. Fände ich in Ordnung so. Halbfinale. Ja, Sakura, die sieht aus wie eine alte Frau ohne Zähne. Ich glaube, die scheißen es gleich zusammen. Sagt sie wieder Chanarö oder sowas. So ein bisschen wie Benjamin Blümchen. So, weg da. Ja, finde ich. Ist in Ordnung. Pam, weg. Und erstmal. Nein, jetzt habe ich es ein bisschen zu früh gemacht. Das wollte ich nicht. Das geht ja hier. Ja, so setzt man Pain richtig ein. Oder so. Hier, pam. Dann einmal hier hoch. Und hier. Jetzt habe ich nur einmal geschlagen. Ich wollte eigentlich zweimal schlagen. Was war das denn jetzt gerade? Finde ich auch ganz lustig. Egal. War einfach mal so. Okay. Ich hatte nicht gedacht, dass er mich trifft. Aber hier. Okay. Ja, weg da. Pam. Ja, wenn sie. Wollte gerade sagen, wenn sie herkommt, dann gibt's auch Pause. Was war das denn jetzt? Okay, aber. Was war das denn schon wieder? Ja. Okay, wenigstens hat sie ihn getroffen. So. Aber so geht das auch gut. Ja, finde ich gut. Nein! Komm weg hier! So. Nein, schon wieder nur noch einmal geschlagen. Ja, hier. Hier sagen wir mal. Ach, ich kann ja noch Kampf-Items benutzen. Das sehe ich gleich ganz. Pain! Pain, mein Meister! Nein, eigentlich ja nicht. Er war genauso gleichgestellt wie ich. Obwohl ich ihn wahrscheinlich besiegt hätte. Und ich krieg 1000 Rio. Ist jetzt nicht so sonderlich viel. Ja, dann kriegen wir noch 5000 Rio und ein paar zerquetschte dazu. Finde ich auch in Ordnung. Und da lädt er der Ladebildschirm. Das haben Ladebildschirme übrigens so an sich. Ladebildschirme laden übrigens immer. Und Hinata. Die sollte, glaube ich, Vorherseher werden. Oder Vorherseher? Naja, jedenfalls so ein Scheißer, der wo überall sagt, so, ja, das passiert in deiner Zukunft. Wieso hat Hinata eigentlich Naruto als Partner? Mit nur Neji wäre es doch eigentlich auch ganz toll. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber der nimmt dich halt hart ran, ne? So, ja, okay. Finde ich in Ordnung hier so. Ja. Aber hier und hier nochmal. Okay. Sie funktioniert, die Kombination. Jetzt habe ich sie einmal geschafft. Dann sage ich gleich wieder, dass sie funktioniert. Dann verkacke ich das nächste Mal gleich wieder. Und hier. Nein, leider nicht. Leider nicht. Okay, aber jetzt. Komm. Wow, ich habe es geschafft. Die Attacke schafft man sonst nie. Also, man könnte es theoretisch meistern. Okay, wow. Ich finde es... Oh, wäre ich jetzt einfach im Ring aus gewesen. Das wäre nicht so prickelnd gewesen. Und hier Rasengan. Pam, weg. Ich mag die Special Form von Minato. Vor allem, weil er immer reingehen kann. Also, sie ist nicht overpowered oder sowas. Nee, da würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Aber so ein bisschen ja schon. So ein ganz kleines Stück. Auf einem anderen Planeten. Auf einem anderen Planeten vor allem.
Tor. Also, ja, wir sind Gewinner. Und da schaue ich auch gleich mal, was wir kriegen. Was kriegen wir denn so als Gewinner? Als Gewinnertyp, Minato. Okay, da kriegen wir einen Bildschirm. Erste Meisterschaft, eine Trophäe kriegen wir auch hinterher. Und da speichert er gleich. Okay, mal schauen, ob er im Einzelkampf genau die gleichen Turniere sind. Ja, im Einzelkampf sind genau die gleichen Turniere, deswegen werden wir auch gleich beim Teamkampf bleiben. Ist ja... Ich will da nicht nochmal rein. Nein. Will Konoha Gekure Pokal hier. Okay, Shino und Tenten hauen wir erstmal raus dann. Und wen soll ich denn jetzt nehmen? So, wen haben wir denn? Yasaka no Magatama. Nein. Und Tenten auch wohl nicht. Ja, nehme ich erstmal. Hier, den mag ich auch ganz gerne. Hier, Yamato. Mit ihr hier. Und wen dann noch? Wen hatte ich denn immer? Huhuhu, ich hab's vergessen. Ach, nehme einfach mal die. Eigentlich hätte ich sie auf Blocken nehmen sollen. Ne, ich nehme sie jetzt mal ganz kurz noch auf Blocken. Hier, Blocken. Zack. So, dann passt das alles auch schön. Dann ändere ich das mal noch ganz kurz hier zu Tenten. Gegen Sakura können wir eigentlich gleich antreten. Da habe ich nichts gegen. Und hier... Ja, so passt das. Obwohl, Lee ist gar nicht mal so schlimm. Ja, so passt das. Ein schlimmer Charakter wird leider dabei sein. Das kann ich nicht verhindern. Es sei denn mit sehr, sehr viel Glück. Aber da gehe ich das Risiko nicht ein, gegen zwei schlimme Charaktere zu kämpfen. Und da gehen wir einfach mal mit Sakura in den Ring. Yamato und Kurosuchi finde ich eigentlich ganz cool, das Team. Mag ich. Mag ich wirklich. Kann man jetzt nicht wirklich mitspielen, aber ja, so zum Spaß halt, ne? Spielen soll ja auch Spaß machen. Pegel ist optimal. Okay, jetzt Team Frauen bestimmt. Wow. Hier erstmal Holzversteck, Waldzerstörung. Hier Holzversteck, Wald. Okay, das bringt nichts, wenn du rumhüpfst. Hier erstmal. Das bringt wirklich nichts, wenn du rumhüpfst. So, erstmal hier. Hat sie mich jetzt mit ihrem komischen Ding da getroffen? Hier, wow. Holzmuschel. So, dann kommst du nicht durch. Und hier. Ja, Holzversteck, Holzhammer hier, ne? Weißt ja voll Bescheid. Hier erstmal Waldzerstörung. Hier nochmal die Muschel. Finde ich ganz cool, die Kombi. Nein. Wow. Und dann hier nochmal die Kurosushi. Ja, finde ich ganz geckig, so die Kombi. Zack. Nein, das ist hier ausgewichen. Aber ich finde Yamato gar nicht mal so schlecht in dem Spiel. Finde ich wirklich nicht so schlecht. Aber ich glaube, die Kombi habe ich schon mal gemacht, ne? Pam. Oh. Was? Die rennt da einfach drüber. Ja, was war das denn jetzt gerade? Ich glaube, die Kombi mit zu Kurosushi habe ich auch schon mal gemacht. Also ist ja Teil des Spiels. Und so, weiß ja. Aber ich finde die ganz geckig, die Kombination. Ja, weg. Das Packen von ihm finde ich auch ganz geil. Was ist überhaupt seine... Ach ja, genau. Ist ja der. Ja, geh weg. Waldzerstörung. Da kannst du auch gleich weggehen. Kann ich hier nochmal Dinge machen. Und dann kann ich... Nein. Ja, kann ich... Finde ich gut. Hier nochmal. Wow. Aber hier, wir fliegen auch mittlerweile recht weit. Wow. Zack. Pam. Lieber nicht. Ja, erstmal voll gespuckt. Und dann... Ja, er hat ganz schön viel Chakra verbraucht. Hast ja auch 10.000 Mal deine Special Attack reingehauen. Ist ja wiederum auch nicht wieder so. Aber Yamato, Captain Yamato, der ist da ganz nett zu uns. Der mag uns ja hoffentlich. Also glaube ich, dass er uns mag. Ich hoffe es wirklich. Wäre irgendwie blöd, wenn man Feind von Yamato ist, dann... Ja, dann ist es nicht unbedingt so angenehm, ne? Eigentlich haben wir hier nur unangenehme Feinde. Neji mit seiner Bubble-Dingensen. Shino als Weitkämpfer. Tenten ist jetzt eigentlich am angenehmsten. Ich hoffe ja, dass... Wer ist da überhaupt weitergekommen? Ich glaube... Ja, Lee ist weitergekommen. Ich hab's ja schon wieder vergessen. Wahnsinn. Und Sakura war sogar noch die angenehmste. Lee ist zwar auch noch angenehm, aber...
Ja, der kleine Lee, der ist ja nicht so angenehm wie der große. Kleine Lee ist ja einen Tritt hat er dich schon wieder, selbst wenn du auf ihn zurast. Es ist ja nicht so toll. Also, ich find's wirklich nicht so toll. Aber da kann man nichts machen. Okay, Lee, was ist denn mit dir los? Ja, gut, okay, die macht das schon. Ja, okay, mache ich erstmal dir die Holzmuschel. Ja, der rennt da einfach. Was war das denn? Okay, ich habe getroffen. Aber ich frage mich wirklich, was das war. Okay, hier erstmal Waldzerstörung. Ist auch in Ordnung. Und hier nochmal als Hammer. Okay, wird jetzt nicht so in Ordnung, aber ja, okay. Ja, Kurosugi, mach du mal wieder. Ja, er rennt voll rein. Holzmuschel. Oder Kuppelwand. Okay, ja, so macht man das ungefähr. Oh, kann ich meine Ambu-Maske nehmen? Kann ich hier sogar auch so ein Ding machen? Ja, also wär jetzt ganz cool, wenn du näher kommst. Okay, oder dann mach ich halt so. Wenn du nichts dafür kannst. Wow, jetzt hat er sogar geblockt. Aber das werde ich nicht zulassen, denn ich bin Yamato Taicha. Pam, weg ist er. Wow, ich bin gleich weg vom Fenster. Aber hier, nicht damit, nicht mit mir, mein Lieber. Bam! Und weg ist er. Finde ich auch ganz cool hier. Er ist auch ein cooler Finisher. Ich finde es ganz cool, wenn man Kurozuki macht und er dann in den Schleim reinrennt. Oder in den Beton, was auch immer das ist. Wenn er dann da reinrennt, dann kann man ihn ganz locker packen. Man muss halt einfach nur vorhin reinrennen. Also selbst in den Schlamm. Einem tut ja der Schlamm nichts. Oh Gott, Ino ist weitergekommen. Bitte, Shino, verlier! Nein! Wir müssen gegen einen Weitkämpfer kämpfen. Ist aber auch ganz angenehm mit Yamato. Aber ich bin gar nicht gerade sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt Shino so jetzt Insekten wirft und dabei zurückgeht oder ob er Insekten wirft und dabei auf der Stelle bleibt. Ich hoffe, dass er auf der Stelle bleibt, sonst wäre es ein bisschen blöd für mich. Aber ich versuche es jetzt erstmal, indem ich die Waldzerstörung am Anfang reinheize und dann kriegt er noch eine Kuppelwand und dann kriegt er meine Special Attack. Ist halt allgemein so meine Taktik. Ja, oder erstmal die Richtlinie. Wow. Hier erstmal eine Kuppelwand. Und hier nochmal. Ja, da kannst du nichts für. Tut mir leid. Shino, da muss ich jetzt erstmal dran glauben. So, da lade ich auch erstmal Chakra auf, schön genüsslich. Hier, was? Das geht drüber. Ja, da mache ich erstmal. Boah, Wahnsinn. Hier, schön. Nein. Nein. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Komm. Nein, das habe ich nicht so viel gemacht. Bin ich blöd. Boah, jetzt geh weg. Shido, Parasiteninsekten, Futter. Wow, die Kombi habe ich noch nie gesehen. Vielleicht darum, weil keiner Yamato wirklich ein Brother ist. Nein. Aber wenigstens ging das. Finde ich auch gut. Hier, zack, schon wieder. Und nochmal. Holzversteck-Dingensen. Los. Und mal schauen, ob ich die hochkomme. Die schaffe noch. Nach. Okay. Hat's die gute alte Kurozuki nochmal geschafft hier. Und ja, du hast viel Chakra verbraucht. Das wissen wir doch, Yamato. Das wissen wir und wir haben Verständnis für, ne? Also, ich hoffe, ihr habt Verständnis. Also, ich habe Verständnis für Yamato. Der kann nämlich nur einen Satz sagen und das die ganze Zeit. Den kann er auch nur die ganze Zeit wiederholen. Und natürlich gewinnen wir das Turnier mit Yamato auch. Alle Anfängerturniere abgeschlossen, fortgeschrittene Turniere freigeschaltet. Ja, natürlich, gespeichert haben wir auch gleich. Und ja, ich würde sagen, beenden wir damit dann auch mal die Aufnahme. Ins Überleben werde ich auch erst später reinschauen. Und dann hier mit einem schönen Blick auf Naruto und seinen Rasengan werde ich dann die Aufnahme beenden. Also, bis dann, Leute. Tschüss.